So, das Hundehören werde ich jetzt trotzdem erstmal, glaube ich, was ist denn Musik? Sehr schön. Kann ich das Ding irgendwie auf Einzelschuss umstellen? Na gut. Gibt es noch was zu entdecken? Was ist denn da hinten noch? Ruine und nicht nachgeladene Texturen. Hervorragend. Achso, ich wollte ja zu World 3. Ich wollte ja Massenmord begehen. So war das, Mensch. Habe ich ganz vergessen. Ah, ich wollte ja die Unholde auslöschen. Oh, Munitionskisten. Hm, ja, ist okay. Wer sind die hier eigentlich alle? Ich meine, das hier ist violett und wer ist das? Und ist der an der Matratze da festgetaped? Also nicht getaped, sondern mit irgendwelchen lustigen Haken gegen? Okay, anscheinend hat Violett ihre Partner ein bisschen. Oh, strammer Strahler. Und noch mehr Munition. Was man alles übersehen hätte, wenn ich hier jetzt einfach losgelaufen wäre. Oh, 3-8er Munition. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr Munitionskisten. Ach, schon wieder 8 Raketen. Und ich wundere mich, warum ich auf einmal 11 Raketen in der Tasche hatte. Ich habe da noch einen Raketenwerfer, aber den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, vielleicht will ich das nächste Video jetzt. Siehst du, ich wollte noch das Umfrage. Ach, das mache ich im nächsten Jahr. Das Umfragevideo zu was als nächstes. Und ich kann doch direkt zu World 3 reisen. Warum mache ich mir denn schon die Mühe und laufe hier immer jeden Meter selber? Das Samsung Fetzen? Felsenzerkleinungsanlage? Da muss ich was machen, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung was. Traurig, dass ich zu schwach für ein leichtes Maschinengewehr sind. Das extra Händchen für Waffen senkt die starke Anforderung aller Waffen um 2 Punkte. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Warum hat ein Buben jetzt eine Nahkampfwaffe in der Hand? Jetzt ernsthaft? Ede, gib mir bitte mal ein paar Waffen. Ich meine, ziemlich egal, mit was Buben rumballert, aber bitte nicht mit einer Nahkampfwaffe. Das ist ja vor allen Dingen. Ach, der hat meine Schaufel! Mensch. So, Plasmagewehr, Plasmaverteidiger, Dienstgewehr. Was der alles für Waffen hat. So, Boom, guck mal her. Ich habe ja, ich habe hier eine kleine Auswahl an Waffen. Ich weiß zwar nicht, was für Munition du noch da. Na, komm, versteht man gerade mit der Munition ist. Plasmaverteidiger, Plasmagewehr, Vance, Dienstgewehr, na bitte. So. Damit sollte jetzt. Ja toll, jetzt holt Boom das Schwert raus. Ja, und er setzt einfach das halbe Magazin in den. Ich könnte endlich mal eine neue Waffe ausprobieren. Ah ja. Okay, ist also eigentlich auch so eine Art Schaffenswehr, wenn ich das richtig sehe. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Der Infiltrator? Hm. Hat hier irgendjemand eine ordentliche Waffe fallen lassen? Ein Kleinkalibergewehr, das kannst du behalten, Junge. Das will hier keiner. Instant-Püree. Ach komm. Was hat er noch dabei gehabt? Energiezellen. Hey, er hat eine Watts-Laserpistole dabei gehabt. Juhu! Ach, schön. Sag mal, hängen die sich ja eigentlich gegenseitig auf? Ich meine, das hier ist zum Ende mit so einem. Ach, die hat unter den Suppenschüsseln hat sie noch Kleoband drüber gemacht. Interessant, also wie prüde. Das in der Endzeit. Mann, Mann, Mann. So, was? Wieso wird die Tür einfach eine Anstellung? Einfach auf die Tür legen kann das ja in Elend. Mann, 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 Mann. Ey, ich habe einen vierten Zuschauer, ist ja unglaublich. Nee, ich habe nur noch. Ich hab sogar weniger als vorher. Ich habe nämlich nur noch 2, sagt hier die Seite. So, dann muss ich mal gucken, wie ich die hier einen nach dem anderen so erschießen kann, dass sie nichts mitkriegen. Die vorne im Raum, die 3, könnten schon ein Problem werden. Ja, vor allen Dingen, nee, erstmal muss ich vor allen Dingen meine Begleiter stehen lassen, weil die fangen doch hier gleich an. Die fangen doch gleich den großen Kampf an, oder? Hier ich rühre mich nicht vom. Ein paar Drogen holen. So, hier warten. Ich meine, mich hier mit aller Gewalt durchschießen ist ja überhaupt nicht so mein Stil. Das mache ich ja ganz anders. Das mache ich so nicht. Ach, guck mal, hier steht der Ranger. Und da vorne stehen die Unholde. Das merkt keiner. Ach, schön. So. Das ist eigentlich halbwegs flüssig aus, was ich hier streame. Ich gucke das gerade bei mir selber. Mal kurz wieder testweise. Wenn ich hier die dunkle Höhle renne. Ja. Naja, naja. Also das sieht man mal voll, wenn ich selber auf den Monitor gucke, weil dann das Bild kurz stehen bleibt. Ach, siehst du, da fällt mir gerade ein, diesen einen Unhold soll ich ja auch noch erschießen, ne? Oh, habe ich hier schon? Ach nee, der war ja tot durch die Minen. Jetzt fällt mir wieder ein. Ja, sieht gar nicht so übel aus, dafür, dass ich die Bitrate krass runtergestellt habe. Naja, was soll's. Zurück zum Stream, weg vom Stream, zurück ins Spielgeschehen. So. Es findet ja anscheinend keiner verdächtig, der sich hier rumschaut. Ist sie alleine? Marduk 99. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Hm. Okay, das ist auf jeden Fall die. Also die macht halt nicht so viel Schaden, da ich das halt 30 Kugeln im Magazin hat. Habe ich jetzt alle gegen mich oder hat das keiner mitgekriegt? Weiß ja gar nicht, kriegt man da globale Aggro, wenn man sowas macht?
Wie, die hat... Achso, doch, die hat einen Flammenwerfer. Ich wollte gerade fragen, Hill. Ah, nein, hat sie nicht. Aber eigentlich bringt es ja überhaupt nichts, in diesen Abschnitt hier Leute umzubringen. Ich müsste ja, wenn, dann müsste ich die ja vorne tot machen und nicht... Was denn, das Büro des Aufsehers? Alles im Blick. Condition. Ah ja. Das kann aber eigentlich jeder einsehen, ne? Wie es gerade dem Ding geht, weil da kann ja einfach durch die Fensterscheiben durchgucken. Es sei denn, der Aufzieher zieht natürlich einen Vorhang vor, aber theoretisch könnte er. So, mit O. Dann muss ich mal gucken, ob ich die hier einzeln tot kriege, ohne dass sie auf mich aggro werden. Aber mit dem klappt das, weil da vorne stehen ja im Eingangshalle stehen ja... Aber ich habe immer nur Freunde hier. Also bis jetzt hat niemand auf mich aggro angefangen. Nee, das ist Boon. Jetzt soll ich besser nicht in den Kopf schießen. Schau doch mal auf! Da scheint echt keiner mitzukriegen, dass ich hier die ganzen Leute in den Kopf schieße. Ist ja lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Sie haben Karma. Vor allem, ich krieg nur noch Karma dafür, ne? Oh, die hat eine Waffe dabei gehabt. Also eine Nicht-Nahkampfwaffe vor allen Dingen. Ah, jawohl, die Maschinenpistole, die kann ich teuer verkaufen. Dass sie alle ihre Hülsen wieder aufsammeln von den Waffen. Ich meine, in der Endzeit macht das durchaus Sinn. Oh, so Käfig dazu sterben, zu verhungern, ist wahrscheinlich auch recht ungeil. So, mal gucken, ob Ranger Andy. Was wollen Sie? Ich habe einen Job zu. Ja, ich habe mal ein paar Fragen. Okay. Was kann ich tun? Ach, der kann mir noch was erzählen. Die Bewohner der Vault waren einfache Händler. Sie hatten sich ein gutes Leben aufgebaut. Dann fielen sie den Unholden ins Auge. Die Deppen hatten wohl keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Sind alle draufgegangen. Tja, was können Sie über die Unholde erzählen? Die Unholde sind ein Haufen Raider-Junkie-Wichser, die außerhalb von Vegas viel Ärger gemacht haben. Ihr Anführer nennt sich Motorrunner. Und er scheint der Einzige zu sein, dessen Gehirn von den Drogen noch nicht ganz ausgebrannt ist. Ja... Den kann ich sicherlich noch über, wie lautet noch eure Mission? Ich bin hier, um Motorrunner zu töten. Den Anführer der Unholde. Ach so, so muss ich das machen. Die RNK hofft, dass der Tod von Motorrunner die Unholde in der Gegend ausbremst. Zumindest, bis sie einen neuen Anführer haben. Och, naja, sprechen wir was anderes. Okay, sagen Sie mir, was es gibt. Ich glaube, dass sie fit genug sind. Ich glaube, sie sollten sich an ihren Bein behandeln lassen. Ja, genau das. Gott verdammt. Na schön. Ich kehre um. Sie wollen sich alleine um Motorrunner kümmern? Na klar. Ich melde mich bei Ihnen und können in der Schule, weil das erledigt ist. In Ordnung. Ich gebe Ihnen mal den Schlüssel zum Wartungsflügel. Hä? Verdammt nochmal. Versau ich hier wirklich alles? Ich habe den verfickten Schlüssel verloren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen wohl selbst einen Weg finden, um den kranken Bastard zu erwischen. Wir sehen uns in McCarran. Ja, ist kein Problem, meine... Das ist... Ja, mein Eingangshalle sind ja schon die ersten Unholde tot. Na gut, weil man, dann kommt man doch wieder mit Edo und Dingsbums, weil ich muss den Typen in den Kopf schießen und das, Ich sage, Finn. Das klappt nicht so gut, wenn ich, also ich meine, bis zur Tür komme ich ja super nicht. Ich muss ja halt nur den Weg rausschießen, ne? So. Wo war denn das hier? Muss vorsichtig sein. Also, wie hatte ich hier im Gefühl, dass hier mehr Unholde rumgelaufen sind? Das hält sich jetzt gerade echt in Grenzen mit den Gegnern. Ah, scheiße, wenn die mich schießen sehen, dann ist... Wohl. Oh, da ist nachher der Kopf geplatzt. Die sind nicht mal auf mich aggro geworden, ne? Der hier sieht ganz schön zäh aus. Nur der eine ist jetzt aggro? Jetzt hab ich's. Oh, jetzt hab ich, glaube ich, einer zu viel. Aber der Großteil der Leute hier vertraut. Der Großteil der Leute vertraut mir immer noch, habe ich das Gefühl. Und Boon rennt mit seiner. Mit der 10mm. 9mm Pistole durch die Gegend. Und sie erschießt einfach alle. Es gibt eine 02er Maschinenpistole? Wusste ich gar nicht. Also jetzt weiß ich es, aber vorher wusste ich nicht. Oh, was sagt die Zeit? Die Zeit ist los. Ah, reparieren. Hey, ich bin mal überladen. Nein, Ede, Boon, warum seid ihr so weit weg? Nein! Ede! Ede! Boah, das nervt mich jetzt richtig doll. Ede, komm mal her. Ede, ich muss mit dir reden. Ach, Gott sei Dank geht das auch im Kampf. Nur Laserpistole. So, okay, kann weitergehen, Ede. Du kannst weiter Leute erschießen. Na, verdammt, das klappt einfach so nicht.
Na gut, machen wir es doch so. Magnum-Pistole. Habe ich gerade die Magnum-Pistole mitgenommen? Scheißfehler. War so nicht geplant. Was schießt der denn? Ach so. Tja. Tja, ja, so kann es laufen. Magnum-Pistole mit, der könnte ich auch mal rumballern. Das ist sicherlich lustig. Magnum-Pistole, war das nicht so eine Desert Eagle-Verschnitt? Ja, doch, es war eine Desert Eagle. Der hier sieht ganz schön zäh. Wer ist denn hier noch? Wie viele Unholde muss ich denn hier noch umbringen, damit ich endlich mal Ruhe habe? Ist ja unglaublich, ey. War das schon alles? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe Massenmord vorne. Ich habe hoffentlich geliefert und versprochen. Warum rennt ein Boon jetzt endlich mal noch rum? Werden wir beobachtet? Ich ahne ja leider, dass Boon 3-8er Munition. Warte mal, vielleicht braucht er nur 5-6er, fällt mir gerade so auf. Das hätte ich ja noch. Nicht meine Stärke. Ja, soll mir recht sein. Eventuell reicht ja, wenn ich ihm ein bisschen 5-6er in die Hand drücke, damit er seine alte Waffe wieder benutzt. Ich meine, davon habe ich jetzt. Gebe ich mir mal 50 Schuss, der macht ja sowieso nur mal Einzelschuss mit seiner komischen Knifte da. So, welche Waffe nimmt er jetzt? Ja, toll. Nö, jetzt nimmt er wieder 10 mm. Na ja, gut. Quick Save. Also, wenn es sein muss, schieße ich mich jetzt auch ab hier durch. Das der hier sieht ganz schön zäh aus. Oha. Die Desert Eagle. Und ich habe nicht getroffen. Was haben Sie getan? Ja, mir ist nur so aufgefallen, ich brauche. Du schaust dir wohl gern selbst beim Bluten zu. Oha. Oha, das könnte jetzt arg werden. Oha. Das war auf jeden Fall. Also geplant war es auf jeden Fall weniger blutig. Weil ich gerade die erste Waffe in der Hand. Wie geht's? Boon sieht gar nicht mehr so. Kauknochen? Alter! Mit einem Schuss? Also, wann. Wo ich das letzte Mal hier war, waren die definitiv resistenter gegen alles. Das wird gerade ein bisschen einfach. Muss ich sagen. Also, irgendwie habe ich aus Versehen was rumgedreht an den Einstellungen. Dass die hier so viel Schaden haben, muss ich direkt mal gucken. Boah, wer bist du denn? Ach, das ist schon Motorrunner, Mensch. Das. Oh. Oh. Aber unsere Liebe nicht. Was? Auf Kopf geschlagen? Was sollte ich denn für den machen? Moment, vielleicht quickload ich nochmal, um die Aufgabe zu verenden. Ach nee, die müsste ja mit Punkt, Punkt, Punkt enden. Also ist die Wahrscheinlichkeit so. Wo ist denn die hier? Kann ich die nicht irgendwie ordnen? Tanzen die Ameisen auf den Tisch zu Raquel, Schallimeter, das hatten wir schon. Die sind natürlich überhaupt nicht nach gar nichts geordnet, ne? Die ganzen Aufträge. Oder kann ich. Sind hier nur die. Nee, da müssen eigentlich auch die sein, die ich. Polare? Perlinformationen auf der Galeen zu Joll. Achso, doch, das hat. Das weiß ich wieder, was das ist. Ja, ne? Gut, ich habe keine Ahnung, was das für eine Mission war. War schon nicht so wichtig. Egal. Motorrunner ist tot. Er hat eine Kettensäge bei gehabt. War hier nicht noch was zu holen beim Motorrunner? Ich könnte die Magnum nochmal leer schießen. Danach wegschmeißen, die komische Magnum-Pistole, die ist eh nichts wert. Hallo. Der hat 8 Schuss im Magazin, das sogar. Oh, der arme Hund, Alter. Aber er ist feindlich. Graf tot vom Mordberg. Oha. Oh, Knochenkau. Hat ja auch ein. Was war denn da was? Altmetall. Kann ich den Tod etwas auseinandernehmen? Die ganzen Einzelteile? Bin ich jetzt offiziell Anführer der Raiders? Bin ich? Ich kann mich gar nicht von vorne angucken. Na! Ich glaube, der Hund hat ein Hirn bei. Ja, ich habe doch schon ein Hirn. Ich brauche gar keins mehr. Ich habe doch noch das. Ich habe das Hundehirn vom Violetts Hund. Ist gar nicht mehr notwendig. Aber ich denke mal. Es waren doch wenig. Also, es waren jetzt deutlich weniger Unholde, als ich in Erinnerung hatte. Warte mal, ich muss echt mal gucken, ob ich hier irgendwie an meinen komischen Mod sich irgendwas umgestellt hat. Irgendwie auszusehen. Bla bla bla. Balance. Damage Combat. So. Minimum Damage. Bla bla bla. Threshold. Animal Knockdown. Maximum Distance für Auto Aim. Radiation Gain ist mehr. Your Safe Falling High. Ich meine, das. Dass ich mehr Lebenspunkte kriege, habe ich ja mit Absicht mal gemacht, dass ich jetzt nicht mal pro Level noch ein paar Lebenspunkte dazu kriege, weil ich mir halt echt schwach war. Dass ich andauernd tot war, war mir echt zu viel. Quiet your whining. Hör auf zu jammern.
Steht da. Na gut, dann sind also alle tot. Motorwanner ist hinüber. Gut, dann könnte ich ja die komische... Wie viel ist die wert? Die 94... Oh, doch. Ich behalte die Pistole vielleicht doch. Ist mir gerade so aufgefallen. Die ist ja doch relativ viel wert. Nimm das Ding mal und dann nimmst du wieder ein bisschen leichtes Teil auch noch. Was ja immer an das Geld denken, was ich noch damit verdiene. Ja, aber die Hunde geben verschiedene Eigenschaften. Du solltest dir alle holen und dann gucken, was dir am besten gefällt. Ich will den Hund aber gar nicht haben. Wo ist denn überhaupt der Hund? Achso, der ist ja... diese Hunde haben auf jeden Fall keinen Hund dabei. Wenn hat der... hat einen Legionshund, hat wenn da noch was dabei. Weil die Aufgabe war ja... wo ist denn hier das Ding hier? Wie heißt denn das? Ja, ist denn diese dumme Mission? Ich habe den Traps denn auf jeden Fall nicht. Neue Hoffnung. Oh Gott, ich habe so viele Aufträge. Das liegt an DLCs. Jenseits des Fleisches? Nee. Deswegen, achso. Bei Caesars Legion soll ich noch eins suchen. Von alten Lady Gibson soll ich noch ein, kann ich noch eins besorgen. Aber das von den Unholden habe ich quasi schon. Weil ich habe ja. Und da kannst du einen alten Lady Gibson gehen. Da gibt es auch eins. Ja, gut, dass ich das. Schön. Gut, dass wir das gleichzeitig gemerkt haben. Ich bräuchte mal wieder eine 10mm Pistole finden, um meine alte zu reparieren. Jetzt habe ich... den habe ich noch gar nicht gelootet. Na gut. Scheinbar schon, aber nur so zur Hälfte. Schön, dass sie ein paar Teddybären hatten. Tja. Die armen Vault-Bewohner. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die ganzen Verbrauchswaren 200 Jahre lang halten würden. So, gehen wir wieder raus hier. Ach ja. So, damit sind die Unholde dann wohl auch Geschichte. Sind wir ein gutes Stück näher in der... Oh ja. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Muss ich so im Nachhinein mal sagen. Die Unholde sind jetzt wirklich nicht so... das, was man Mauerblümchen nennen könnte. Gut. Hatten wir das auch. So. Schulden eintreiben. Rose Cassidy noch. Mann, ich will die aber gar nicht. Kann ich die nicht irgendwie warnen? Will Ronte bei seinen Alkoholproblemen helfen? Machen wir das erstmal. Seien wir mal wieder nett. Hat sie mich die ganze Zeit böse war. Ich meine, ich könnte auch mal erstmal meine, kurz meine Waffendingens hier beim... Ach nee, ich gehe erstmal zu Bill Ronter. Wo ist denn das hier am schönsten? Nordhaus des Trips? Ja, gehen wir da hin. Da bist du der, der irgendwo rumschweben, der Typ. Irgendwo vielleicht, eventuell, wer weiß schon. Zeit zum Kämpfen. Also wie buhen die 9mm... Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Ich glaube, es ist auch eine verdammt doofe Idee, einen Begleiter eine Schnellfeuerwaffe in die Hand zu drücken. Ja, da hat er sich wohl geirrt, der Kuchen-Captain. Wo ist denn Bill Wonte? Ist ja irgendwo... Es blinkt. Ach, guck mal, wir können ein Stück Welt sehen, also... Nee, doch nicht, es glitzert nur. Ich dachte, das wäre hier eine Tür, wo ich durchgehen kann, um den Bezirk wechseln. Schaut's denn eigentlich bei mir aus mit Hunger, Müdigkeit und so Zeug? Ah, Hunger ist schon recht ordentlich. Du hast auch erstmal drei Yucca-Bananen, wenn ich noch drei Stück habe, was ich bezweifle. Hm. Doch, ich habe noch drei Stück. Dann müsste ich jetzt zumindest von Durst wieder auf 0 sein. Jo, und Hunger ist auf 84. Na bitte. Na bitte, diese Yucca-Bananen. Noch schlimmer wäre es, wenn man nicht. Wenn man noch auf Klo gehen müsste oder so ein Zeug. Das wäre. maximale Nervigkeit. So, jetzt aber hier Bill Rond. Wer war denn eigentlich Bill Rond? Bill Rond? Bill Rond? Keine Ahnung. Ich glaube, der ist um so ein Penner ist das ja hier. Na, da ist er doch. Hallo. Kommen Sie, Mann. Ich krepier hier gleich. Ja, Mann. Spare Julie Interesse, Ihre Freunde wissen, vermissen Sie Bill. Ich brauche nur Ihre Hilfe. In Zukunft werden Sie Dixon nicht mehr treffen. Tja, wie das so kommt. Oh, Julie. Ich hab echt Mist gebaut. Ich gehe zum Fort und ruhe mich etwas aus. Ich lasse mich schon viel zu lange gehen. Schön. Ich habe eine Fliege im Wohnzimmer. Das gefällt mir gar nicht. Wo kommt die her? So, zu Julia Farges zurückkehren. Was mir gerade so einfällt, eigentlich müsste ich auch nochmal kurz nochmal zurück zum... Ich nehme jetzt mal wieder... Oh Gott, das ist... Wurde ein Organisationsaufwand. Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, ich nehme jetzt wieder den freundlichen, netten Arzt mit. Den guten Arcade, aber leider muss ich dafür ja erstmal das komplette Equip, was Boone hat, umlagern. Oh Mann, ey. Weil ich möchte ja nicht, dass... Hätten das noch niemand so unbemerkt war wie ich? Ach, wer weiß. Das heißt, wir müssen erstmal wieder auf den Strip und dann müssen wir mit Arcade reden. Dann muss ich alles, was Boone hat, umbauen auf Arcade. Ach Mann, es ist ein Elend. Welcome to the Strip. Gehen Sie weiter.
Ja, mache ich doch schon. Ich gebe mein Bestes beim Weitergehen. Ich tue alles, um weiterzugehen. Dum, dum, dum. Wer ist sie denn? Ach ne, ein K-Soldat. Das ist Lucky 38. Also groß ist das eigentlich gar nicht. Das sieht aus deinem Fernsehen das größer aus, oder? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie nur eine Miniatur sein soll. Aber hau die Partner! Was? Wie ich sehe, haben sie Freunde mitgebracht. Was? Was? Warum will der Boss mit mir reden? Ich habe doch gerade gar nichts erreicht. Kommen Sie bald! Warte mal. Ich habe gerade einfach den Lob weggeklickt und dann. Aber howdy, Partner! Schön, Sie wiederzusehen! Der Boss wartet oben auf Sie. Also zischen Sie los! Okay, ich bin noch nicht so weit. Ja, doch nicht. Okay. Der Boss wartet auf mich. Warum das denn? Ich kann dir gerne ein paar Orte sagen, wo du hin kannst und damit Arkett mit dir redet. Aber nicht alle. Nur wenn du willst. Naja, so ein Ort. Der erste wäre schon mal nicht schlecht. So, kann ich jetzt nur? Wo soll's hingehen, Partner? Ich würde gerne meine Präsidenten-Suite in die Highwaller Suite. So. So, der gute Arkett. Jetzt ist mir Boon nicht gefolgt. Wie sieht's aus? Es sieht richtig übel aus, weil. Okay, ich rede erstmal mit Mr. House, der wird mich hoffentlich nicht der umbringen. Ich kann ja vorher mal High Roller Suite! Und dann ist auch alles gut. Penthouse.